5 Tage Zeit, um sich vorzubereiten, um sich einzuleben mit einer neuen Mannschaft in einem neuen Umfeld. Thomas von Hesen, wie war sie, Ihre Premiere bei Kapfenberg? Na, ich glaube, der Punkt ist für uns ganz wichtig gewesen aufgrund der Situation mit Mattersburg heute, dass wir den Abstand nicht haben größer werden lassen. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir schon Glück gehabt, weil Rapid als Spitzenmannschaft natürlich Feldvorteile hatte und das Spiel bestimmt hat. In der einen oder anderen Situation zum Schluss haben wir Glück gehabt, das Glück des Tüchtigen heute. Die Mannschaft hat gefightet, als Team sich den Punkt verdient, denke ich. Und es war eine schöne Geschichte, jetzt mal mit einem 1:0 auch mal jetzt aus dem Spiel zu gehen. Sie haben jetzt zum ersten Mal Ihre Mannschaft im, unter Anführungszeichen, Ernstfall erlebt. Welche Schlüsse können Sie daraus ziehen? Naja, dass sie schon bereit ist, verschiedene Dinge anzugehen. Der Lernprozess dauert natürlich ein bisschen länger als 3-4 Tage. Also wichtig für mich war erstmal zu erkennen, dass die Spieler bereit sind, auch diese aggressive Spielweise versuchen umzusetzen. Über 90 Minuten hakt es irgendwo. Vielleicht hat die Mannschaft auch am Ende des Tages nicht mehr die Kraft gehabt, weil das sehr laufintensiv und kraftintensiv ist, was ich mir vorstelle, was man spielen kann. Und natürlich, dass wir viele junge Spieler auch im vorderen Bereich haben, die noch nicht die Erfahrung haben, um sicherlich von Zeit zu Zeit das Tempo mal rauszunehmen oder den einen oder anderen mal mitzunehmen. Und das ist einfach der Jugend geschuldet, aber wie gesagt, sie wollen und das war heute das Positive.